Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Stella für die iOS-Geräte. Ja, wir befinden uns jetzt hier in dieser Zwischenwelt, oder es ist die Welt dahinter, ich weiß nicht, wie die mal genannt wird. Und hier hingen wir am letzten Mal hingen wir hier fest. Genau, dann kommt man hier auf die andere Seite. Okay, ich kann ja auch ziehen. Ah, okay. Okay, der macht Sinn. Ich ziehen kann. Oh, da kommt die Achtung hoch. Okay. Dann kann ich den bewegen. Okay. Warte, dann müssen wir den wahrscheinlich jetzt mit hier rüberziehen nochmal. Okay. Ja. Gut, dann da hoch. Okay, dann muss ich ein bisschen da runter. Wir wissen immer noch nicht, was wir machen sollen eigentlich. Also ich habe immer noch keine Ahnung, was genau hier passieren soll eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Weil das ist für mich eigentlich wichtig, ein bisschen was von der Geschichte zu erfahren. Aber das scheint im Spielfluss irgendwie eigentlich wichtig zu sein. Hauptsache, man kann eine abgefahrene Gegend und Story zeigen, mehr aber auch nicht. So. Ja, spring einfach mal runter. Eigentlich wollte ich springen, aber es klappte wohl nicht. Okay. Warum ist der denn grün? Kann der grün was Besonderes? Aha. Okay. Okay, warte mal. Komm ich denn nicht da oben ran? Ne, komm ich nicht. Ich wollte mal, was der grüne kann. Ups. Ah, kann ich hoch, okay. Ich dachte jetzt, ich kann mich da nicht hochziehen, aber das kann ich anscheinend doch. Wofür ist der Schalter hier? Schalter? Was bewegt der? Das ist unsere Tür, wo wir hin sollen. Eieiei. Oh. Aber da können wir da längs, ne? Warum komme ich nicht? Nee. Warte mal. Hä? Okay, warte mal. Mal gucken. Kann man da hochkommen? Okay, der hier nochmal. Okay, aber da kommen wir zum Grün auf jeden Fall hin. Wenn wir hier längs laufen, oder? Ich bin verkehrt. Komm ich da hoch? Mist. Warte mal. Noch einmal drehen. Gibt nur diese beiden Zustände, oder? Der grüne da ist. Und dass der grüne so aussieht. Einen Zustand gibt es nicht. Okay.
Ich versuche nochmal an diesem zu drehen hier. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Darüber komme ich jetzt ja nicht, aber... Jetzt kommen wir auf den grünen rauf, zumindest, oder? Da kommen wir da. Ja, da kommen wir auch noch nicht hoch. Hä? Können wir jetzt den hier unten drehen? Hat das mehr Sinn? Hm. Kommen wir auf, jetzt kommen wir doch mal dahin, oder? Wenn wir jetzt hier hoch, das müsste eigentlich passen. Jetzt kommen wir dahin. Gut. Oh, warte, da kommt man hin. Da muss man nur ein bisschen mehr laufen. Und zack. Okay, jetzt sind wir bei dem. Was kann der? Jetzt die Frage, ob der nur hochfährt oder ob der komplett noch höher fährt als sonst. Na, guck mal. Okay. Da ist unsere Tür. Den hier vielleicht drehen? Aha, hat er den auch gedreht. Und mit dem können wir wahrscheinlich jetzt obere Welt drehen einmal. Tür wiederbekommen. Tür. Gut. So kommen wir da jetzt hin? Eigentlich, ne? So ein langer Sprung sein jetzt. Okay, da geht's rein. Da oben. Stela, Labyrinth gelöst. Eureka. Okay. Die löppt und löppt und löppt. Alter, läuft sie langsam. Okay, Stunden später. Eieiei, ist das ein langer Weg. So kann man natürlich auch ein Spiel strecken, ne? Wie viel Spielzeit hat ihr Spiel denn? Ja, 40 Stunden. 20 Stunden davon laufen sie aber. Okay. Gut. Ja. Oh!
War das klug von mir? Tetris, ne? Wenn Leute aus von 1989 noch die Tetris-Werbung kennen, dann haben sie sich ein ganz anderes Spiel vorgestellt vom Gameboy damals, das ist ein Gameboy Gott, als das denn gemacht wurde. Und da mussten auch so Menschen vor so Blöcken weglaufen. Ich dachte, das wäre das Spiel, aber im Endeffekt war es ein Tetris-Spiel, was natürlich nicht schlecht war. Das Gegenteil, Tetris war super, aber von der Werbung her war es einen falschen Eindruck von mir. Schade eigentlich. Aber wäre auch cool gewesen. Aber auch Tetris war cool. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe. Und dann deswegen, dass ich keine Speicherfunktion hatte, musste ich zu meinen Freunden hinlaufen und beweisen, dass ich so viele Punkte hatte. Okay, so. Deine Bestimmung erfüllt. Endstation. Was ist denn meine Bestimmung gewesen? Oh, bitte nicht. Ich gehe jetzt nicht da rein in die Tür und das ist das Spiel vorbei, oder? Kann man auch cooler machen. Kann man, muss man nicht, kann man aber cooler machen. Nicht missverstehen, ich habe mich unterhalten, das Spiel, aber ich möchte irgendwie einen tieferen Sinn in der Geschichte sehen. Aber Spaß hast du gemacht. Ella. Das Spiel abgeschlossen. Ja, Freunde der Sonne, das war's. Schade eigentlich, oder? Naja, 4 Folgen, immerhin. Es tut mir auch leid, dass es mal ein paar längere Pausen dazwischen gab. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Fulltime-Player hier, deswegen habe ich ab und zu mal ein paar Pausen. Allerdings, ab jetzt versuche ich es zu vermeiden. Also bis Weihnachten sollten keine Pausen mehr auftauchen. Sodass ich fast, also mindestens jeden zweiten Tag ein neues Video hochladen kann. Wer Lust darauf hat, ich gerne weitere bei Videos an. Und wenn ihr Lust auf andere Spiele habt, könnt ihr mir gerne Vorschläge auch für iOS geben. Also wie gesagt, ich würde nur Spiele für Switch und iOS spielen. Es gibt genug andere, die alles andere spielen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.